spüren eine gewisse Resonanz, ist natürlich auch ein Eyecatcher, weil ich meine, das ist ein 85 Kilogramm Gebläse, sowas trägt man auch nicht mehr so rum. Jetzt kommt EBM Papst mit so einem riesen Brummer daher. Ja? Also das kommt gut an, auch Leute, die jetzt damit überhaupt nichts zu tun haben, kommen gerne her und sagen, ja, was macht ihr denn da? Das ganz Wichtige an dem Gebläse ist eigentlich, dass wir unser Programm nach oben hin deutlich erweitern. Es ist tatsächlich, dass der Markt von uns erwartet, wir wollen jetzt noch mehr Leistung haben mit einem Boiler und da gibt es bisher nichts. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben die Motorplattform, wir haben das Know-how in der Lüftungstechnik, deswegen können wir sowas realisieren und wir sehen auch Märkte, zum Beispiel in China, aber auch in Amerika, die genau die richtigen Märkte sind für solche Gebläse. Höchste Effizienz, dann sehr hohe Kompaktheit und dann im Zusammenhang mit der Anwendung extrem niedrige Abgaswerte. Auch vor der Heiztechnik macht die Digitalisierung keinen Halt. Wir von EBM Papst haben uns da entschieden, die neue effiziente Radimix Gebläseserie mit dem Linbus auszustatten, um Informationen, die bisher schon in diesen prozessorgesteuerten Gebläsen vorhanden waren, zukünftig übertragen zu können. Der Benefit eines Linbus-Systems ist nun, dass von bereits vorhandenen Aktoren diese auch als Sensoren verwendet werden können und die Daten in der Steuerung ausgewertet werden können. Verkabelung im Boilersystem wird einfacher, der Installateur hat Vorteile durch automatische Adaptionen und der Endkunde hat Vorteile in einer Frühausfallerkennung, damit er nicht kalt duschen muss. Man kennt es von zu Hause, jeder möchte verschiedenste Apps auf seinem Smartphone haben und die Kunden erwarten natürlich auch, dass sie eine Gasbrennwerttherme fernsteuern können. Und dazu gehört auch, dass letzten Endes bis in die kleinsten Komponenten der Gasbrennwerttherme als auch dem Gasgebläse gesteuert wird. Der neue Radical Radialventilator in Vollkunststoffbauweise ist der Nachfolger unserer bereits bestehenden, sehr erfolgreichen Radical Baureihe. Er zeichnet sich aus durch die höhere Leistungsdichte, heißt, der Ventilator fördert bei gleichem Einbauraum deutlich mehr Luft. Fangrids nennen wir Ventilatoren-Ansammlungen. Das heißt, wir betreiben Ventilatoren parallel. Die Anzahl der Ventilatoren ist quasi unbegrenzt. Das richtet sich nach den Anforderungen. Wir erreichen dadurch, hohe Luftmengen zu fördern. Und das ist üblicherweise bei Anwendungen in Rechenzentren oder in großen Klimakastengeräten der Fall. Wir haben Würfelkonstruktionen erarbeitet, die es erlauben, diese Würfel übereinander und nebeneinander zu installieren. Die Resonanz haben wir, physikalisch bedingt. Und wir sind aber in der Lage, diesen negativen Effekt auf die Lebensdauer auszuschalten. Und das tun wir über die sogenannte Resonanzerkennung. Das heißt, bei der Inbetriebnahme durchlaufen wir den kompletten Drehzahlbereich von 0 bis 100% und das System erkennt dann genau diesen kritischen Bereich. Das kann einer sein, das können aber auch mehrere sein.